Liebe Freunde der Groß- und Kleinbahn, willkommen zurück auf dem Treffen in Treskamuckern. Und wir haben hier eine Sequenz, die wir beim letzten Mal schon gesehen haben. Heute soll es aber um die Deutsche Reichsbahngesellschaft gehen im Jahr 1928, zumindest hier im Modell. Ja, dann haben wir wieder unseren Hallenplan. Dem aufmerksamen Zuschauer wird jetzt hier auffallen, dass eine neue Farbe dazugekommen ist, nämlich Orange. Das liegt einfach daran, dass wir den DRG-Teil teilen werden. Es kann sogar sein, dass es dann noch einen weiteren Teil gibt, ne? Dass also jetzt noch, also mit dieser Folge noch zwei weitere Folgen kommen. Das muss ich dann entscheiden, wenn ich das nächste Video dann schneide. Ja, wir beginnen auf dem Plan links unten im Schattenbahnhof, den wir hier gerade sehen. Er ist im Moment ziemlich leer. Das ist, sagen wir mal, eher etwas ungewöhnlich. Meistens steht hier alles voll. Ein Teil davon befindet sich dann auch hier nebenan, quasi auf dem Tisch. Da liegen also die Güterwagen bereit. Und überhaupt die Fahrzeuge, weil ja, wie gesagt, beim Fremo jeder Wagen hat ein Ziel, also somit jeder Güterwagen, ja, die Personenwagen auch, aber die Güterwagen haben dann meistens eine Wagenkarte und hier sieht man also die Frachtkarten. Hier sind sogar die vom Steinbruch, sehe ich da gerade. Ja, wir haben das Ganze nochmal als Foto. Der Schattenbahnhof hat dann auch noch ein schönes Vorfeld, das sehen wir hier, das sind meistens die Lokomotiven abgestellt. Und das ist dann die Einfahrt, hier haben wir eine besondere Lokomotive, Baureihe 53. Ja, die gab es mal von Fleischmann, ist aber hier... Also entweder selber gebaut oder, sagen wir mal, sehr aufwendig verschönert. Ja, dann haben wir hier wieder so einen kleinen Rundgang. Wir gehen jetzt erstmal die ganze Strecke ab, damit wir dann sehen, damit wir überhaupt mal eine Vorstellung bekommen, wo es hingeht. Die Sequenz hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal schon, als es um die Tschechische Staatsbahn ging. Hier haben wir wieder den Kollegen in Rot, der freundlich winkt. Und der hier den Abzweig Posthausen, der dort also Fahrdienstleiter macht. Also der Abzweig, wo es zur Tschechischen Staatsbahn ging. Jetzt folgen wir aber der Hauptbahn. Dann haben wir hier mit Machern eine Betriebsstelle, die wir auf dem Treffen noch gar nicht gesehen haben. Hier gibt es auch noch ein bisschen Bedarf. Da ist also auch noch ein bisschen zu machen. Ist ja nicht alles durchgestaltet. Ja, und die ergänzt sozusagen... die Hauptbahn und vor allem ist das so die letzte Betriebsstelle, bevor das auf eingleisig geht. Hier haben wir übrigens unsere Telefon, also jeder Betriebsstelle hat ein Telefon, das läuft hier über Funk. Und das war jetzt die Funkstation, zu dem Modul hier gleich mit der Oberleitung kommen wir dann nochmal. Und dann sind wir hier am Bahnhof Kronwerk, der so ein bisschen, naja, in der Mitte des Arrangements so ein bisschen das Verteilzentrum spielt. Und wo dann zwei Strecken abgehen. Ja, wir schauen uns jetzt erstmal diese innere Strecke an. Mit meiner halbfertigen Kurve und dem Steinbruch, da zu dem sage ich nachher auch noch was. Da ist er und hier ist die Ladestelle vom Steinbruch. Dann haben wir hier den Bahnhof Bildhausen. Da
der auch nicht das erste Mal in meinen Videos auftaucht. Tja, dann wird es ja bergig mit Tunnel. Es gibt zwei schöne Brücken, die eine und da die andere. Und dann kommt der Bahnhof, den wir im ersten Teil dieser Serie gesehen haben. Der Bahnhof Gleister, hier dicht umlagert mit diversen Leuten, die nicht nur gucken, sondern auch irgendwas fahren wollen. Da wir hier auf der einen Seite die Schmalspurbahn haben, wo es also auch zwei Spieler, mindestens zwei Spieler gibt. Und dann ja, Leute, die dann eben dort mit ihrem Zug starten. Ja, das letzte, was wir jetzt gesehen haben, war der Kohlehandel. Der ist inzwischen auch grün geworden. Ja, dann haben wir hier einen wunderschönen Zug, allerdings mit der Länderbahnlokomotive. Ich kann jetzt auch nicht sagen, es gab auch ein freies Fahren, wo dann auch mal Fahrzeuge draufgestellt wurden, die jetzt nicht exakt zu der Epoche gehören. Hier haben wir noch eine schöne Baumgruppe mit Waldsterben. Na, gab es also auch schon 1928, ist keine Erfindung der Neuzeit. Ich habe gesagt, hier kommt der Personenzug zurück, aber der hat jetzt schnell seine Epoche gewechselt. Ja, hier auf der Hauptbahn ist natürlich relativ viel los. Und es kommen auch mal ein paar längere Züge, wie dieser hier. Ich kann jetzt auch nicht sagen, ob das jetzt naja, ein Zug ist, der dann im tschechischen Schattenbahnhof gelandet ist, also der sozusagen als Durchgangsgüterzug, oder ob all die Wagen, die hier mitfahren, dann über das ganze Arrangement verteilt werden. Ja, Güterzüge gab es reichlich, wie sich das so für den Fremer gehört. Aber es gab auch sehr viele Personenzüge. Für meinen Geschmack schon fast ein bisschen zu viel. Einfach weil man auch davon ausgegangen ist, wir haben ganz viele Leute angemeldet, die müssen ja irgendwie bespaßt werden. Und soll möglichst jeder zufahren können. Aber sehr häufig so, dass viele jetzt auch zu so einem Treffen kommen und dann sich mal unterhalten wollen und dann eben mal nicht aktiv in das Betriebsgeschehen eingreifen, und dann ist natürlich, wenn man den Fahrplan sehr eng packt, dann kann es dann passieren, dass dann auch mal das eine oder andere Personal fehlt. Ja, ich habe dann auch mal versucht, ein bisschen näher ranzugehen. Hat natürlich wie hier das Ergebnis, dass dann die Unschärfe zuschlägt. Mein Trick mit der Tiefenschärfe klappt ja nur bei Fotos und nicht bei Videos. Da funktioniert das nicht. Zumal es nicht mein Trick ist. Ich habe ihn bloß auf die Modellbahn angewandt. Ja, Güterzüge, Güterzüge, Güterzüge. Hier mal einer zurück in Richtung Schattenbahnhof.
Hier sind das Versandwagen für Bilthasen dabei, wie es aussieht. Ja, hier nochmal ein kleiner Blick ins tschechische Arrangement von der Hauptbahn. Hier ein schön begrenztes Modul, das war ich diesmal nicht. Zwei Signale und hier ein Motiv, auch gibt es auch mal abgesägte Bäume. Und dann haben wir hier einen der vielen Personenzüge. Ja, zu dem Modul, das habe ich mitgebracht, ist allerdings nicht meins. Ich habe das nur begrünt. Auf dem Getreidefeld fehlen noch die Ähren, das muss ich mal irgendwann nachholen. Es war das einzigste Modul, was Oberleitungsmasten hatte, was jetzt auch bloß daran lag, dass die, was man vergessen hat, die abzubauen. Das ist ehemals das Ende der elektrischen Strecke gewesen, also sozusagen die Abspannung. Ob das wieder so eingesetzt wird, kann ich nicht sagen. Also es ist erstmal ein zweigleisiges Modul, was also im Moment seiner Weiterverarbeitung und Weiterverwendung hat. Ja, und hier haben wir den Bahnhof Kronberg, zu dem ich immer versehentlich Kronberg sage, warum auch immer, der hier auf dem Arrangement so ein bisschen als Verteilzentrum wirkt, wo also die beiden Äste abgehen, die auf dem Plan vorhin gelb und orange waren, also nach Clausthal und nach Schwarzbach. Nach Schwarzbach geht es hier vorn und hinten, wo der Zug steht, geht es dann nach Clausthal. Ja, hier haben wir beim Steinmetz im Garten, na, der Herr Grabsteine anbietet. Und hier nochmal der Blick auf Kronberg von der Hauptbahn aus gesehen, also von der Hauptbahn kommend. Ja, dann gibt es noch so viele kleine Details, die, wo es sich lohnt, die anzuschauen, die Werbetafeln, die mittlerweile von der Epoche 4 und 3 auf die Epoche 2 umgemodelt wurden. Und noch eine Weihnachtsbaumplantage. Ja, und dann sind wir hier auf der Strecke. Haben noch so diverse schöne Szenen und dann sind wir hier an meinen Bogenmodulen und dem Steinbruch angekommen. Ja, da gab es leider auch ein paar negative Aspekte. Also ich habe mir da einiges an Kritik eingefangen. Das eine war dieser Übergang zwischen den beiden Modulen, also dem der Ladestelle und dem Modul mit der Weiche, wo das mit den Übergängen überhaupt nicht funktioniert hat. Also das ist ja auch Bestandteil eines Videos mal gewesen, wo ich das ausgebessert habe. Aber ich muss es nochmal machen. Das zweite Problem ist die Weiche im Steinbruch. Man sieht hier, wenn man sich das Herzstück genau anguckt, dass da, naja, irgendwie kippelt das, ne? Also das kippelt nicht, es ist fest, aber es ist irgendwie auf eine Seite gekippt. Wie das technisch überhaupt möglich ist bei so einer Weiche, ist mir völlig schleierhaft. Aber unterm Strich muss sie wieder raus und muss neu verlegt werden. Und da müssen wir halt mal sehen, ob man diese neuen 3D gedruckten sächsischen Weichen, ob die dort auf irgendeine Art und Weise reinpasst. Ansonsten muss es halt wieder eine Tillichweiche sein oder irgendwas neu gezeichnet werden. Ja, deshalb war das immer so ein bisschen langsam vorstelle. Also ich weiß nicht, ob das bei dem Zug hier schon so war. Der fährt eigentlich ohne zu rücken hier über die, ohne dass es irgendwas aushebt da hier beim Modulübergang. Da sieht es jetzt nicht so toll aus. Ja, nochmal zu dem roten Ding, was da drauf steht. Das ist sozusagen der Ersatz für eine Gleissperre. Das ist ein sächsischer Gleisvorleger,
wie er also zu Länderbahnzeiten genutzt wurde, sorgt dadurch wie die Gleissperre dafür, dass da niemand drüber fährt. Also wie die genaue Funktion von dem Teil ist, weiß ich nicht. Es gibt nur eine einzige Abbildung, die ich gefunden habe. Und die sagt jetzt auch nicht so viel aus. Da sind auch keine Maße und nix. Also ich vermute mal, dass die beiden längs Hölzer, sehr Holz, ne, dass die fest verbaut waren und dass man nur das obere Querholz dann mit dem Schlüssel entfernen konnte. Und dann konnte der Zugverkehr stattfinden, und wenn man es wieder sperren wollte, hat man das Holz da wieder verriegelt und angeschlossen, also draufgelegt, verriegelt und dann verschlossen. Das lässt sich natürlich so nur bedingt auf der Modellbahn umsetzen. Also ich habe es jetzt erstmal so, dass da vier Magneten drunter sind und dass man das also abnehmen kann, komplett, und dann wieder so draufsetzen kann. Also wie ich da jetzt weitermache, auch wenn wir hier möglicherweise nochmal die Gleise wechseln, muss ich dann mal sehen. Aber ich im Moment würde ich es weiter so verwenden. Ja, dann sind wir hier auf der Strecke in Bülthausen angekommen, wo wir ja dieses wunderschöne mechanische Stellwerk haben, was ich also in meinen Videos schon mehrfach vorgestellt habe. Und ja, für die, die es noch nicht gesehen haben, gibt es jetzt eine weitere Vorstellung. Das ist also, es gibt das ja mittlerweile zu kaufen. Also ich habe da heute mal nachgeguckt, weil ich bei Twitter das Thema hatte. Also da wird direkt auf den Erbauer verwiesen. Der, das er hier aber in Metall gebaut hat, zu kaufen gibt es die aus Kunststoff. Ob das dann wirklich so hält, also das ist natürlich hier richtig massive Ware. Es ist auch alles mechanisch, ne? Also die Hebel werden gesperrt mechanisch, und auch die Übertragung an Weichen und Signale ist ebenfalls mechanisch. Ja, hier nochmal ein Blick von der anderen Seite. Hat also hier dann in Richtung Glastal hier so einen leichten Bogen. Ja, das sieht das nicht ganz so. Ja, wenn er so einen leichten Bogen hat, das sieht dann immer nicht ganz so eintönig aus, ne, bei so einem Bahnhof. Also bei mir kommt der Bogen dann im Possendorf dann außerhalb des Bahnhofs, weil der nun mal im Vorbild gerade ist. Ja, hier fährt auch noch ein Güterzug aus. Dann haben wir hier noch eine schöne Szene am Bahnübergang. Das ist allerdings jetzt schon auf der Strecke. Dann haben wir hier diese Brücken mit dem Gewässer, wo ich das letzte Mal schon gemeckert habe, dass es ziemlich schmutzig war. Diesmal war es geputzt. Na, das letzte Mal, beim letzten Treffen lag da eine dicke Stabschicht drauf. Ja, aber der Modulbesitzer, der hat wirklich sehr, sehr viel. Also der hat meistens nicht nur im Bahnhof dabei, viele Module, viele Fahrzeuge und ist oft häufig auch der Organisator von solchen Treffen. Und ja, dann bleibt mal was auf der Strecke, und das war eben der Fluss. Hier haben wir noch die andere Brücke. Da fährt die Lok mit dem Packwagen los. Das ist Glastal. Und hier wird gerade ein Güterzug auseinandergenommen. Also zwei Wagen. Das ist eine Szene, die, ich weiß nicht, ob wir die jetzt so komplett schon im ersten Teil gesehen haben. Das sind also die beiden Wagen, die dann aufgerollt werden auf die Rollwagen. Die anderen, die da stehen, die werden dann wahrscheinlich rangierenderweise noch im Bahnhof verteilt, oder wenn sie praktisch wenn sie also praktisch neue Frachten haben oder leer in den Schattenbahnhof zurückgehen, werden sie dann an den nächsten Nahgüterzug gehangen und in die weite Fremo-Welt geschickt. Haben wir hier noch einen Personenzug, der hier einfährt. Ich glaube, den haben wir auch unterwegs schon mal gesehen. Wir bei U ist in die Gleise kicken.
Ja, und mit diesen Bildern möchte ich mich verabschieden. Wir sind schon wieder mal am Ende eines Videos angekommen. Und ja, wir haben jetzt 20 Minuten lang hier uns mit schönen Zügen vergnügt. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Macht was draus.